Freunde, ihr kennt das Spiel. Es ist mal wieder Top 10 Zeit und inzwischen ist es fast so was wie eine schöne Tradition, dass ihr Themen vorschlagt und ich hier Top 10 daraus schreibe. Und deshalb wird das heute geschaut an Björn Radoschicks oder so ähnlich, sehr, sehr schwieriger Name, der die Top 10 Kevins der Bundesliga-Geschichte vorgeschlagen hat. Und mein erster Gedanke war, das ist ja lächerlich. Und mein zweiter Gedanke war, das ist ja gottverdammt genial. Denn die Bundesliga-Historie ist gespickt mit Kevins, die eine große, große Geschichte geschrieben haben. Und deshalb hier die Top 10 Kevins, deren Geschichte erzählenswert ist. Legen wir los. Auf der 10, Kevin Keegan. So einen spektakulären Transfer hatte die Bundesliga seinerzeit noch nie gesehen. Kevin Keegan, absoluter Weltstar aus Großbritannien, wechselt zum HSV. Und das für 2,3 Millionen. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass man mehr als 2 Millionen Euro für einen Spieler bezahlt hat. Keegan kam als Captain der englischen Nationalmannschaft und wurde in Hamburg zum absoluten Liebling und zum Gesicht der vierten Meisterschaft 1978-79. Und im Endspurt der Saison 1980 vergeigt der HSV dann das Champions-League-Finale gegen Nottingham Forest und in der Liga und Bayern wird Meister. Und das war's dann auch schon mit Kevin Keegan beim HSV. Eine große Liebe endet. Auf der 9, Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim. Und er ist zeitgleich auf Platz 9, 12 und 1 verschiedener Ranglisten. Auf Platz 9 unserer Kevins, auf Platz 12 der jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten und auf Platz 1 der jüngsten Bundesliga-Kevins aller Zeiten. 17 Jahre, 6 Monate, 26 Tage alt war er bei seinem Debüt für Bochum. Und viel mehr braucht es auch nicht, um in diese Rangliste zu kommen. Ein Kevin, der auf 3 Positionen gleich, der schafft es in der Top 10, 12. Platz zu sein. Das ist ein Kevin. Auf der 8, Kevin Campbell. Ja, der würde sich schon mit seiner Frisur für diese Top 10 qualifizieren. Nein, er ist noch dazu, was man im Volksmund einen klassischen Wander-Kevin nennt. Denn in seinen 10 Jahren als Profi spielt er jetzt bereits bei seiner 7. Station. Wer kennt es nicht? Ein Wander-Kevin. Leverkusen, Fürth, Osnabrück, Aalen, Dortmund und die Brausevertreter aus Salzburg und Leipzig. Und jetzt kommt's. Mit diesen ganzen Transfers spielte Kevin Campbell eine Ablöse von insgesamt 42,65 Millionen Euro ein. Und Mo Salah hat vor der Saison nur 42 Millionen gekostet. Kevin Campbell ist also besser als Mo Salah. Und wenn man auf die Statistiken guckt, wird das auch deutlich. Denn Campbell hat dieses Jahr in Deutschland 5 Scorerpunkte gemacht. Mo Salah hat zwar 53 in der Premier League und in England, aber keinen in Deutschland. Wobei, in der Bundesliga nicht, ne? Aber vielleicht gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim. Ja, vielleicht habe ich gerade Quatsch erzählt. Da hat Flo natürlich recht. Aber auf jeden Fall hat mehr Bundesliga-Scorer-Punkte hat Kevin Campbell. Auf der 7, der Mann, der Kevin, der uns allen Hoffnung machen sollte. Denn er hat nicht nur mit dem Vornamen zu kämpfen, der Arme ist auch noch im Saarland geboren. Und trotzdem hat er es herausgeschafft. Wird erster Torwart bei Lautern, dann bei der Eintracht und sitzt jetzt in Paris auf einer der teuersten Bänke der Welt. Und nicht nur das, er wurde auch von Rihanna geküsst. Guckt's euch an. Meinst du, wir dürfen das zeigen, ist das FSK? Nee, die haben. Ich weiß es nicht. Damals gab es das Gerücht, dass sie zusammen aufs Hotel gegangen sind, ne? Aber ich habe niemals darüber irgendwas gefunden. Das würde natürlich Platz 1 Kevin, für immer. All-time Kevins, nicht nur Bundesliga. Auf Platz 6, das ambitionierteste Crossover der Bundesliga-Geschichte. Kevin McKenna. Der hatte nämlich mit Kanada und Schottland nicht nur die vermeintlich coolste Nationenkombination, die es gibt. Nein, er spielte auch noch Innenverteidiger und Mittelstürmer. Und wer verstehen will, was der heutige Co-Trainer vom 1. FC Köln für ein Typ ist, der soll auf die Saison 2005-2006 gucken. Damals spielte er für den 1. FC Energie Cottbus. Und er verpasste keine einzige Sekunde in der gesamten Saison, spielte hauptsächlich Innenverteidiger und Sechser, aber eben auch zweimal Mittelstürmer und erzielte 6 Tore, 2 Hattricks. Der ambitionierteste Crossover-Kevin der Bundesliga-Geschichte. Ich erinnere mich noch damals, dass er wirklich auch, dann war er in der Erstliga irgendwann nicht mehr Stammspieler und wurde als Mittelstürmer eingewechselt halt, ne? Aber war immer noch dritter Innenverteidiger, wenn anderer verletzt war, war er halt Innenverteidiger. Und auf Platz 5, der vermutlich langweiligste Kevin dieser Rangliste, Kevin De Bruyne. Denn das Einzige, was der jemals gemacht hat, ist den All-Time-Bundesliga-Assist-Rekord in einer Saison aufzustellen, 31 Scorerpunkte zu machen und vermutlich einer der 10 besten Spieler zu sein, die jemals in der Bundesliga gespielt haben. Ne. Bekannt für eine bescheuerte Nutella-Werbung und einen ähnlich bescheuerten Bart. Auf der 6, Kevin Kurani. Und trotzdem war Kevin Kurani einer der besten deutschen Stürmer seiner Generation. Er machte über 100 Bundesliga-Tore, bevor es ihn nach Russland verschlug. Doch für Deutschland lief das Ganze nicht so gut. Denn nach 52 Länderspielen wurde er am 11. Oktober 2008 beim WM-Qualifikationsspiel gegen Russland nicht in den Kader berufen,
war aber im Stadion und verließ dasselbige während des Spiels. Die Nationalmannschaft wartete im Mannschaftsbus, Kevin Kurani war nicht aufzufinden und am nächsten Tag sagte Jogi Löw, ciao, nie wieder Länderspiele für Kevin Kurani. Auf der 3, der Zac Efron der Bundesliga, Kevin Volland. Wenn es euch bis jetzt nicht aufgefallen ist, haltet Bilder nebeneinander, der sieht aus, als wäre er sein älterer Bruder. Und Kevin Volland spielt die beste Saison seiner bisherigen Bundesliga-Karriere. 14 Tore dieses Jahr alleine schon. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Interviews von ihm irgendwo seht, lesen oder hören könntet, macht es. Der Junge ist wirklich clever, hat einiges zu erzählen. Und außerdem legen diese Bilder nahe, dass er gerne rumbrüllt. Auf der 2, Kevin Prince Boateng. Ich liebe Kevin Prince Boateng. Seit Tag 1 bin ich Fan. Ich konnte ihm nie was übel nehmen und ich bin ernsthaft davon überzeugt, dass Boateng das Potenzial hatte, einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten zu werden. / Ghanaische. Denn er hat ja sowohl für die deutsche U21 als auch für Ghanas A-Nationalmannschaft gespielt. Und übrigens, seine Vita legt genau das nahe. Denn obwohl er immer wieder mit Skandalen auffiel, heuerte er bei Dortmund, Schalke, Hertha, Mailand, Frankfurt und bei weiteren Topclubs an. Immer wieder glaubte ein Verein an ihn. Hast du gerade Hertha BSC als Topclub bezeichnet? Oh Scheiße, wir müssen schneiden. Boateng gibt gerne mal 500.000 für einen Lamborghini aus, datet Models, feiert mit Patrick Ebert zu viel und setzt sich stark gegen Rassismus ein. Ich sag's nochmal, ich bin Fan. Und die 1 können wir relativ kurz machen. Ihr wusstet doch eh alle von Anfang an, wer hier sein würde. Richtig, Kevin Großkreuz. Ehemaliger Dortmund-Kurvensteher, Weltmeister und Fanliebling. Außerdem bekannt dafür, dass er mit Dönern auf Fans wirft, Jugendspieler in den Puff bringt und in Hotellobbys pisst. Man kann Fischkreuz einfach nicht mögen. Verdienter erster Platz der All-Time-Kevin-Rangliste der Bundesliga. Und das war's auch schon wieder für heute mit dieser Top 10. Ihr wisst, wie es läuft. Schreibt, welchen Kevin ich vergessen habe, welcher Kevin hätte höher gerankt werden müssen und was wollt ihr als nächstes sehen. Bis dahin, macht's gut.